Komm zu uns und tanz mit uns, erlebt die Demokratie. Von unten, von uns selbst gemacht, man ist lebendig wie noch nie. Kommt alle zu uns und tanzt mit uns, erlebt die Demokratie. Von unten, von uns selbst gemacht, man uns lebendig wie noch nie. Dankeschön. Super, danke. So, die nächste Rede kommt von Monika Felgendreher. Sie ist die Anmelderin dieser Demo und sie ist so lange schon aktiv und unter Strom. 1 Million, so heißt es, sollen sich zur ersten Großdemonstration der ehemaligen DDR zusammengefunden haben. Eine imposante Zahl, wenn man den Medien von damals Glauben schenken möchte. Sicherlich waren es nur 30.000. 28 Jahre lang lebten die Menschen der DDR eingesperrt in einem Land, in dem ein sozialistisches System die beste Idee des Miteinanders darstellen sollte. Die scharf bewachte Grenze diente angeblich als Schutz vom kapitalistischen Feind und nicht als Hindernis zur Landesflucht. Dunkel erinnern wir uns, mit welchen Gegebenheiten die Menschen sich arrangieren mussten. Reiseverbot, Gleichschaltung, Einschränkung von Individualität, Fügung in Hierarchien, Überwachung, Unterwanderung, Bespitzelung, Blockwartmentalität, Verrat, Impfzwang, Datenschutzverletzung, Gleichschaltung der Medien, Strafversetzung, Polizeigewalt, Angst, Bestrafung, Einschränkung der Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit, Berufsverbot, Verletzlichkeit der Wohnung. Oh, verzeihen Sie bitte meinen Sprung ins Jahr 2020. Da bin ich doch glatt beim Thema Pandemie und Einschränkung unserer Grundrechte gelandet. Wie konnte das so schnell passieren? Die Einschränkung des Artikel 11, die Freizügigkeit, den ich noch hinzufügen möchte, bezieht sich übrigens nicht auf baltische FKK-Freuden. Die erspart uns Frau Merkel zum Glück seit dem Mauerfall. Wenn man auf die Beschädigung des Artikel 1 blickt, kann man sagen, verteilt sie sich mittlerweile gerecht auf beide Länder, wobei unsere Bundesrepublik seit 2020 die ehemalige DDR mit einer Nasenlänge überholt hat. Einer mit Mund-Nasenschutz bedeckten Nase, wohlgemerkt. Und ob die Diskriminierung und Nötigung, wie sie im Jahre 2020 in der Bundesrepublik Deutschland von Maskenfans gegenüber gesundheitlich Beeinträchtigten zelebriert wird, auch bei unseren Genossen Ex-Nachbarn in eben solcher Feindseligkeit öffentlich Usus waren, kann ich nicht beurteilen, da ich noch zu klein war. Aber ich sage jetzt einfach mal, hoffentlich nicht. Die Parallelen sind sichtbar und doch verhält es sich ganz anders. Die Flucht über eine Mauer, über eine Landesgrenze wäre heute sinnlos, denn der Wahnsinn erstreckt sich global. Das Infektionsschutzgesetz ist der Lichtschalter der Nation und es fragt sich nur, wie weit noch heruntergedimmt wird. Der Trend zum Einigeln zeichnete sich schon seit den 80er Jahren ab. Cocooning, hügelig und schöner Wohnen wurden hip. Computerspiele, Homeshopping und Netflix zum Alltag. Kochsendungen wurden populär. Kochsendungen? Rückzug in die eigenen vier Wände mit Lieferservice und TV-Dinner. Spieleabende in überschaubaren Runden mit guten Freunden etablierte sich. Eine schwindende Lust, Verantwortung für das gesellschaftliche Leben zu übernehmen
und Gleichgültigkeit für politische Themen zeichnete sich ab. Waren das nicht schon die Vorreiter, die Vorstufen zum Lockdown? Nun sitzt die Gesellschaft mittendrin im New Normal und trägt stolz ihr neues Symbol der Solidarität im Gesicht. Ein bequemeres Mitwirken an einer besseren Welt kann man sich ja gar nicht vorstellen. Vor 28 Jahren haben sich die Menschen freigemacht, der passive Spielball einer Regierung zu sein. Sie wollten sich nicht mehr vorschreiben lassen, wie sie zu leben haben. Sie wollten in die Eigenverantwortung gehen. Sie wollten Selbstbestimmung. Sie wollten frei sein. Erst waren es ganz wenige, die sich still und leise aufgemacht haben. Dann wurden sie immer mehr und immer lauter, die sich trauten, auf die Straße zu gehen. Diese Parallelität ist mir schon viel lieber. Auch wir werden jeden Tag mehr. Wir gehen friedlich und bestimmt den Weg des Friedens. Der Weg des Friedens, der Freiheit und der Demokratie. Denn Querdenken ist eine Friedensbewegung für alle Menschen, jeder Hautfarbe und Herkunft. Frieden und Freiheit sind hohe Güter. Sie werden uns nicht geschenkt. Es liegt in unserer Verantwortung, sie zu erhalten, zu beschützen und zu bewahren. So wie sich damals die Menschen ihre Menschenwürde und ihre Freiheit zurückeroberten, so werden wir das hier 31 Jahre später auch tun. So wie damals die friedliche Revolution in die Geschichte einging, so werden auch wir das schaffen, erneut eine friedliche Revolution in Berlin zu feiern. Auch wenn es sich weiter oben so angehört haben möchte, möchte ich noch betonen, dass nun wirklich nicht alles schlecht war in der ehemaligen DDR. Und mit der Wiedervereinigung hätte man sicherlich mehr Dinge übernehmen können als die witzigen Ampelmännchen aus dem Osten. So hat es zum Beispiel in der DDR keine Geiselhaft gegeben, jedenfalls nicht offiziell. Wir sollten uns auch heute im Jahr 2020 in Berlin endlich von dieser Geisel befreien. Vielen Dank. Christiane Panke. Also, kleine Diskussion mit Maske, ohne Maske. Mir wurde gesagt, ich müsste mit Maske reden. Also ich werde es mit Maske probieren. So, liebe Mitstreiterinnen, Mitstreiter, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Mein Name ist Christiane Panke. Ich habe als Lehrerin in Schleswig-Holstein gearbeitet, wohne seit einem Jahr in Berlin und habe mich der Querdenken-Bewegung angeschlossen. Am 4. November 1989 versammelten sich DDR-Bürgerinnen und Bürger hier auf dem Alexanderplatz, um mit Nachdruck mehr Freiheiten zu fordern. Aufgerufen hatten Künstlerinnen und Künstler. Renommierte von ihnen hielten damals Reden und sie wussten, was sie riskierten. Heute, 31 Jahre später, stehen wir wieder hier und fordern unsere Freiheitsrechte zurück. Und die Menschen, die auf unseren Demos auftreten, riskieren wieder etwas, nämlich ihre Arbeit zu verlieren oder ihre Freunde. Was ist seit 1989 geschehen? Viel Hoffnung bestand nach dem Mauerfall, aber neben mehr Freiheiten gab es auch mehr Einschränkungen.
Viele DDR-Bürger verloren ihre Arbeit, nicht nur, weil die Betriebe von der westdeutschen Treuhand verscherbelt wurden, sondern auch, weil ihre Gesinnung ihren neuen Machthabern nicht passte. Auch im Westen bewegte sich etwas. Weg von der sozialen Marktwirtschaft hin zur neoliberalen Marktwirtschaft. Privatisierung und der Abbau des Sozialstaates begannen. Der Einfluss des Großkapitals nahm zu. Medien, Universitäten und sogar die UNO sind mittlerweile von der Mitfinanzierung der Großkonzerne abhängig und dadurch massiv weltweit an Einfluss haben sie gewonnen. Und heute stehen wir wieder hier, weil wir unsere Grundrechte und Freiheiten eingeschränkt sehen. Sehen Sie sich um. Sieht so Versammlungsfreiheit aus? Begründet werden diese einschränkenden Maßnahmen mit dem Auftreten eines Virus, von dem mittlerweile selbst die WHO zugibt, dass es nicht gefährlicher ist als ein Grippevirus. Die Stimmung in der Bevölkerung ist emotional aufgeladen. Menschen haben Angst. Die einen vor dem Virus, die anderen vor den Bußgeldern. Menschen werden gegeneinander aufgehetzt. Kritikern der Maßnahmen versucht man die Schuld an den Maßnahmen zu geben, obwohl diese und deren Auswirkungen ganz allein die Politiker zu verantworten haben. Die mithilfe des Infektionsgesetzes am Parlament vorbei mit Verordnungen den Mittelstand ruinieren, Kinder und uns auch, wie gesehen gerade eben, unter eine gesundheitsschädliche Maske zwingen. Und Menschen nicht nur in Heimen vereinsamen lassen, obwohl man angeblich diese besonders schützen will. Das ist nicht nur ein Skandal, das ist ein Verbrechen. Wem können wir überhaupt noch trauen? Einem RKI, das drittmittelfinanziert ist, wie die gesamte Forschung, den öffentlich-rechtlichen Medien, die reißerisch Zahlen präsentieren, die in keinem Zusammenhang gestellt werden zu Vorjahresdaten, Testzahlen und Einwohnern, die nicht unterscheiden zwischen Kranken und positiv Getesteten, die nicht unterscheiden zwischen Menschen, die an Covid-19 oder mit Covid-19 gestorben sind. Können wir unseren Nachbarn noch trauen, von denen wir nicht mehr sicher wissen, ob sie uns nicht doch verpfeifen, wenn ein Gast mehr gekommen ist, als zurzeit zugelassen? Können wir den Politikern vertrauen, die sich von Umfragewerten und anderen Interessen leiten lassen? Haben die Politiker uns absichtlich Angst gemacht? Dazu möchte ich aus einem Buch zitieren. Das Buch ist von dem Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki. Es heißt Meinungsunfreiheit, das gefährliche Spiel mit der Demokratie. Ich zitiere aus dem Buch des Bundesvizepräsidenten. Die Überschrift dieses Absatzes lautet Klima der Angst. Kubicki schreibt da drin, im März 2020, kurz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie, formulierte das Bundesinnenministerium eine mögliche Krisenkommunikationsstrategie der Bundesregierung für die kommenden Wochen und Monate. Ein zentraler Punkt dieser Verschlusssache war, Ängste der Bevölkerung durch drastische Darstellungen hervorzurufen. In dem Dokument schrieben die Ministerialen von einer gewünschten Schockwirkung für die deutsche Bevölkerung, die unter anderem durch psychischen Druck auf Kinder erzielt werden sollte, mit folgender Botschaft.
Und jetzt zitiert Wolfgang Kubicki aus dem Papier: Kinder werden sich leicht anstecken, wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon zu Hause qualvoll stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich die Hände zu waschen, ist das das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Und Kubicki schreibt weiter dazu, dass eine Bundesregierung zu solch grausamen Mitteln greift, hätte ich mir vorher nicht ausmalen können. Dieses Papier ist kein Fake, lesen Sie es selber nach. Was wird wahrscheinlich noch auf uns zukommen? Vermutlich der Zwang zur Impfung mit einem nicht ausreichend getesteten Impfstoff. Verstärkte Überwachung, weiterhin Einschränkung der Grundrechte. Die Einschränkung der Reisefreiheit und Versammlungsfreiheit mag zwar sehr an die DDR erinnern, an das, wogegen vor 31 Jahren protestiert wurde, aber mit Sozialismus hat das nichts zu tun. Denn bei uns fließen die Profite aus den Pleiten und der Marktbereinigung in private Taschen. Die Großen fressen die Kleinen. Es werden zwar Eigentümerwechsel stattfinden, aber keine Verstaatlichung. Es ist umgekehrt. Der Einfluss des Großkapitals auf die Politik nimmt zu. Es gibt 4 Wirtschaftsbereiche, die jetzt schon Profiteure der Corona-Maßnahmen sind und auch politisch sehr an Einfluss gewonnen haben. Das sind die IT-Branche, die Pharmaindustrie, der Onlinehandel Amazon und die Finanzbranche mit BlackRock an der Spitze. Unsere Politiker sind nur die Gehilfen. Sie sorgen dafür, dass die Reichsten der Reichen durch die bereits schon 2019 einsetzende Rezession keine Verluste zu erleiden haben. Das ist ein eklatanter Machtmissbrauch zu unseren Lasten. Deshalb bleiben Sie skeptisch. Werden Sie hellhörig, wenn Nachrichten reißerisch wie Propaganda vorgetragen werden. Sie könnten selbst die Todesraten in den Ländern nachrechnen und würden feststellen, dass die Sterberaten in keinem einzigen Land verglichen zu den Vorjahren sich verändert haben. Und wirklich verdächtig ist wohl, dass unsere Politiker, die uns weismachen wollen, dass wir es mit einem Killervirus zu tun haben, selbst im Bundestag dauernd zum Maskentragen ermahnt werden müssen. Die würden sich anders verhalten, wenn sie das Märchen von dem Killervirus glaubten. Oder hat einer von Ihnen Angst um den Gesundheitsminister gehabt, nachdem er positiv getestet wurde? Was auch immer dahinter steckt, diesem Spuk muss ein Ende gemacht werden. Die Politiker müssen zur Rechenschaft gezogen werden und es muss Konsequenzen haben. Das könnten die Gerichte schaffen. Das könnten die Medien schaffen, wenn sie sich endlich ihrer Aufgabe bewusst werden. Das könnten wir alle zusammen schaffen, wenn wir auf die Straße gehen, sodass wir nicht mehr übersehen werden. Unsere Künstlerinnen und Künstler könnten, wie vor 31 Jahren, zu solch einer Demonstration aufrufen. Denn, wie damals, geht es um ein hohes Gut, um unsere Freiheit und unsere Selbstbestimmung. Es reicht jetzt mit dem Mythos, dass Impfen heilig ist. Ihr denkt wohl, wir sind blöde und glauben eurer List. Erzählt das jemand anders, dass ihr an uns nur denkt. Ihr wollt doch nur verdienen, die Gier, die euch lenkt.
Ihr Mächtigen und Reichen, das interessiert euch nie. 300.000 Leichen durch falsche Therapie und 6 Millionen Kinder, die jedes Jahr erfrieren und wegen eurer Kälte verhungern und erfrieren. Wir werden demonstrieren, solange es uns gefällt. Wir glauben an die Freiheit und eine bessere Welt. Wir fordern unsere Freiheit und eine bessere Welt. Corona bringt zusammen.